Hallo, ich grüße dich herzlich zu meiner neuen Kolumne, heute zum Thema Varianten des Intervalltrainings. Wenn du das Gefühl hast momentan, dass du eigentlich nur auf der Stelle trampelst und deine Leistung sich nicht wirklich verbessern, kann es daran liegen, dass du dein Intervalltraining vernachlässigst. Es ist nicht so beliebt, aber bringt dir zwei entscheidende Vorteile. Du verbesserst deine Kraftausdauer und deine Schnelligkeit. Und wenn du Intervalltraining mindestens einmal die Woche ganz spezifisch trainierst, das dauert auch nicht länger als 40, 45 Minuten, wirst du sehr schnell Erfolge und Verbesserungen bemerken. Welche Arten von Intervalltraining am meisten Spaß machen und wie du das auch abwechseln kannst, findest du im Artikel. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Tschüss!